Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zur 227. Montagsdemo gegen Stuttgart 21, gegen das Prinzip Stuttgart 21, gegen eine Politik, die nur noch den Weg frei macht für Boden- und Immobilienspekulation und für noch weniger Schiene und mehr Pkw- und Lkw-Verkehr auf den Straßen sorgt. Herzlich willkommen zu unserer Kundgebung für eine Stadt, in der die Politik wieder danach fragt, was die Lebensqualität aller Stuttgarter verbessert, also vernünftig ist. Kurz, für eine Stadt, die oben bleibt. Dazu, liebe Freundinnen und Freunde, begrüßen wir auch sehr herzlich unsere unermüdliche Fahrraddemo und die Spaziergänger aus dem Kellerviertel. Mein Name ist Tom Adler von den Gewerkschaftern gegen Stuttgart 21 und im Demo-Organisationsteam. Und ich freue mich, durch diese 227. Montagsdemo führen zu dürfen. Wir haben heute nämlich ganz Aktuelles von den angelaufenen Prozessen gegen Verantwortliche des brutalen Polizeieinsatzes am Schwarzen Donnerstag. Anschließend hören wir anregend Nachdenkliches von Professor Ferdinand Rohrhirsch. Gegebenenfalls müssen wir die Reihenfolge auch drehen. Der Anwalt Frank Ulrich Mann ist inzwischen eingetroffen, höre ich, also bleibt es bei der angesprochenen Reihenfolge. Vor den Reden noch ein paar Dinge, die zeigen, dass wir allen Grund haben zu sagen, dass der Käse noch längst nicht gegessen ist, sondern dass ich, da bin ich mir ganz sicher, parallel zum Fortschritt des Gemurkses an diesem Rückschrittsprojekt seine inneren Widersprüche verschärfen werden und ans Licht der Öffentlichkeit kommen. Zum Beispiel der Finanzierungsvertrag zum Regionalverkehr, der Schlagzeilen gemacht hat. Stuttgart 21 Gegner vermuten, dies könne eigene Gegenleistung für das Ja der Bahn AG zum Tiefbahnhof gewesen sein, meint die Südwestpresse. Wer auf der Montagsdemo wenigstens ab und zu zugehört hat, wird sagen, ja, was denn sonst bitte? Und eine Pressemitteilung des Aktionsbündnisses stellt das auch in den richtigen Zusammenhang. Daraus will ich kurz zitieren. Im Spätsommer 99 war Stuttgart 21 de facto gestorben. Johannes Ludewig, der einzige Bahnchef, der nicht aus dem direkten Umfeld der Autoindustrie kam, hatte die Planungen zu Stuttgart 21 einstellen lassen, weil das Projekt schlicht zu groß und für die Bahn zu teuer sei. So sagte Ludewig seinerzeit 1999. Erst nach viel politischem Druck von der damaligen CDU-Landesregierung und der Regierung Schröder plus diversen offenen, verschleierten und verdeckten Finanzierungsmaßnahmen beschloss der Bahnaufsichtsrat zwei Jahre später, die Planungen für das Projekt fortzuführen, das nicht einmal im Bundesverkehrswegeplan ausgewiesen war. Ganz vorne dabei in der Trickkiste eben dieser überteuerte, geschickt verklausulierte Nahverkehrsvertrag, der das Land mit 1 Milliarde Mehrkosten ohne jede Gegenleistung belasten soll. Der damalige CDU-Verkehrsminister hat das natürlich alles dann ganz eilig bestritten. Alles sei gut verhandelt zum Wohle des Landes. Und das Klein-Klein soll seinerzeit sein Staatssekretär erledigt haben. Ja, und der hieß Navibol Stefan Mappus. Und der Herr Mappus ließ der Stuttgarter Zeitung über seine Anwälte ausrichten, dass er von gar nichts weiß und natürlich nichts unterschrieben hat. Dumm gelaufen für den CDU-Pinocchio, denn die Zeitung veröffentlichte den Originalvertrag samt Unterschriften von Müller und Mappus. Man könnte ja versucht sein zu sagen, Empfehlung an die Herrschaften, einfach mal die Klappe halten und vor der nächsten öffentlichen Stellungnahme einen Besuch in einer Gedächtnisklinik einplanen.
Leider hat es aber nichts mit Gedächtnisschwäche zu tun, sondern offenbart nur ein weiteres Mal, dass Tarnen, Täuschen und Lügen nach wie vor zum normalen Handwerkszeug im politischen Filz in Baden-Württemberg gehört. Und kein Mensch sollte sich wundern, wenn dem weiterhin zutreffend der Ruf entgegenschaut. Genau. Gut jedenfalls, dass das jetzt öffentlich ausgetragen wird und diese verdeckte Finanzierung von Stuttgart 21 sichtbar gemacht wird. Aber machen wir uns da nichts vor, wenn unrechtmäßig geflossenes Geld und verdeckte Finanzierung von Stuttgart 21 zurückgegeben werden müsste, dann werden die als Finanzierungsforderungen an Land und Stadt an anderer Stelle auftauchen. Wir können nicht hoffen, dass sich dieses Projekt einfach von allein erledigt und aus dem Rennen schießt. Nein, selbst noch größere Fiaskos im weiteren Verlauf des Projekts werden nur dann zum Ende von Stuttgart 21 führen, wenn unsere Bürgerbewegung präsent auf Stuttgarts Straßen bleibt, mit all ihrem Sachverstand, mit ihrem Widerspruchsgeist, mit vielfältigen Aktionen von den Montagsdemos über die SSB-Kampagne und die Bürgerbegehren bis hin zu den Blockaden und Protesten gegen den Brückenabbau am Neckar. Liebe Freundinnen und Freunde, von Widerstand versteht unser erster Redner eine ganze Menge. Er war aktiv bei Greenpeace und vertritt bei den jetzt angelaufenen Prozessen gegen Verantwortliche für die Polizeigewalt am Schwarzen Donnerstag, unter anderem Dietrich Wagner. Begrüßen Sie mit mir Herrn Rechtsanwalt Frank Ulrich Mann.